Hallo liebe Kollegen von der Musik Support. Hier haben wir den Volume-Regler, wo du eben die Master-Lautstärke von dem Gerät aus verändern kannst. Und hier die Balance, wo du zwischen Upper und Lower mischen kannst, falls du das Keyboard auf die zwei Bereiche gesplittet hast. Ja? Mhm. Der nächste Regler ist für den Arpeggio. Die Geschwindigkeit. Gut. Dann kommt die LFO-Sektion, wo man eben hier die Geschwindigkeit vom LFO mit dem Rate-Regler regeln kann, wo sich dann hier die oben auch ändern, wo man die Geschwindigkeit ablesen kann und eben hier die Verzögerung, wie lange er verzögern soll, bis der zu modulieren anfängt. Und dann eben nur die Wellenform, die du für den LFO hast. Brauchst du das genau mit Wellenform oder ist egal. So. Dann haben wir eben hier für den Oszillator die Modulatoren, da kannst du einmal im LFO modulieren. Also sprich, wenn du den Regler aufdrehst, wird die LFO-Sektion dazu gemischt. Und die Hüllkurve, die erste hier, die Envelope 1. Also sprich, wenn du den Envelope-Regler hier nach oben ziehst, moduliert die Hüllkurve, die erste, den Oszillator. Und hier kannst du nur auswählen, was für ein Oszillator, den 1er oder den 2er oder beide eben. Okay. Und dann kommen wir auch schon weiter. Hier ist für die Pulsweite die Modulation. Da kannst du zum Beispiel hier beim VCO kannst du einstellen, ob die Pulsweite mit eine Wellenform mit variabler Pulsweite ist, und da kannst du hier die Breite auswählen. Gut, dann ist hier der VCO1. Da kannst du hier die Wellenform raussuchen und hier die Tonhöhe. Und hier eben die Cross-Modulation, wie stark der VCO2 mit rein in den VCO1 eingreifen soll. Du kannst dann hier sinken, den VCO2 mit dem VCO1 sinken. Wenn dann der wieder an den Null kommt, an den Nulldurchgang, startet der wieder automatisch, auch wieder von Null, dass die synchron laufen. Oder du kannst das Ganze eben ausschalten, dass dann jeder für sich selber moduliert. Dann hast du hier zuerst mal die Wellenform für den VCO2. Kannst das Ganze nur verstimmen leicht und hast hier nur die Tonhöhe. Dann kannst du über den Kippschalter hier auswählen, ob du das Ganze noch viel tiefer haben möchtest von der Frequenz oder auf normal, so hoch. Gut. Dann ist hier der Mixregler, wie stark der Ton vom VCO1 bzw. VCO2 kommen soll. Oder wenn er ganz links ist, kommt nur VCO1, und wenn er ganz rechts ist, nur VCO2. Ja. Dann haben wir hier Highpass-Filter, die Cutoff-Frequenz. Dann in der nächsten Sektion den VCF, wo du eben hier auch die Cutoff-Frequenz regeln kannst, die Resonanz von dem Filter. Dann hier, ob der 12 dB oder 24 dB pro Oktave filtert. Und hier dran kannst du noch raussuchen, ob der noch gleichzeitig durch eine Hüllkurve moduliert wird. Kannst du raussuchen, aber entweder Envelope 1 oder 2 über den Kippschalter, und hier eben, wie stark der moduliert wird dadurch. Dann gibt es nur die Möglichkeit, den durch LFO modulieren zu lassen. Da kannst du hier eben von der LFO-Sektion die Modulation dazu mischen und kannst eben hier nur einen Key-Follow machen. Das bedeutet, dass der je nach Tonhöhe, die du auf der Klaviatur spielst, verschiedenartig moduliert. Als nächstes kommt der VCA. Das ist eben der Output eigentlich, der Verstärker. Den musst du natürlich aufdrehen, sonst kommt ja kein Sound raus. Und dann kannst du noch verschiedene LFO-Modulationen mit reinmachen, die aber fest sind auf den vier Stufen. Als nächstes haben wir die erste Hüllkurve,
mit Attack Decay Sustain Release. Dann kann man hier auch wieder einen Keyfollow einstellen. Ob jetzt die Tonhöhe mit die Hüllkurve beeinflussen soll oder nicht, und die Polarität kannst du ändern. Die ist eben dafür da, dass du krasse Modulationen mit der Hüllkurve hinkriegst. Dasselbe haben wir in der Envelope 2, und die 2 ist eigentlich auch die Haupthüllkurve, mit der du deinen Sound einstellst. So. Dann geht's weiter, dann kannst du den ganzen Mastertune einstellen, also sprich das Ganze nochmal verstimmen, unabhängig davon, ob du VCO 1 oder 2 oder sonst was hast. Und hier kannst du das Ganze ein- und ausschalten, ob der Mastertune aktiv ist oder nicht. Dann haben wir als nächstes die Arpeggio-Sektion. Wenn man den Arpeggio aktivieren will, dann muss man eben zuerst mal drücken, was für eine Art von Arpeggio, ob Up, Down, Up and Down oder Random. Und was mit Up? Kannst du erklären, Up, Down und Up bedeutet, dass der aufwärts macht, also sprich, dass der von unten nach oben die Oktaven spielt, Down von oben nach unten, Up und Down macht er einmal hoch, dann wieder hoch, runter, und bei Random macht er, was er möchte. Also bei der Range vom Arpeggio kann man einstellen, über wie viele Oktaven der Arpeggio gehen soll, eben ob 1, 2, 3 oder 4 Oktaven. Dann kommen wir auf die Assign Mode. Da haben wir einmal den Solo Mode. Wie heißt diese Mode? Als eigener Mode, okay. Assign, ja genau. Und zwar ist es so, dass der Jupiter 8 achtstimmig ist. Im Solo Mode benutzt du nur eine Stimme. Im Unison Mode werden alle 8 Stimmen auf die Tasten gelegt. Okay. Und im Poly Mode hast du eben zwei verschiedene Arten. Da gibt es einmal die Polymode, wo man wo der alle 8 Stimmen verwendet. Wenn du dann eine 9. Taste drückst, wird die erste ausgeblendet, so abrupt. Und dann gibt es eben die zweite Modi, wo die Release immer ausgespielt wird. Okay. Und die Hold, ne? Lower und Upper, ne? Du kannst eben, ja genau, Hold. Du kannst eben Hold, dann musst du nur einmal drücken. Und dann spielt die Taste dauerhaft durch, bis alle 8 Stimmen verbraucht sind. Und wenn du dann eine 9. drückst, wird die erste wieder gelöscht. Das heißt, wenn du mit einer Hold-Taste schon 8 hast und drückst eine 9., hast du eben nur noch die anderen 8 Stück und die Hold verschwindet wieder. Okay. Key-Mode, Key-Mode, ne? Dual, Split und Wall? Bei Dual bedeutet, dass du eben, du kannst auf, du kannst hier dran für Lower einen Sound wählen und für Upper einen Sound. Moment, kann man ja auch drücken. Jetzt haben wir hier zum Beispiel den Lower. Da kann ich Programm Nummer 12 zum Beispiel nehmen. Aha. Dann spielt der von dem bis, also im Lower. Genau, Lower, wo ist Lower? Von Lower bis zu dem Pfeil hier. Okay. Also bis zu dem, 2 Oktaven. Jetzt spielt er das Programm 12 in dem Lower-Bereich. Okay. Bei Dual Mode. Und das Programm 11 spielt er hier oben. Den hast, okay. Wenn ich auf Split gehe. Genau, Split, was ist passiert, wenn du Split. War falsch. Bei Dual mischt er diese zwei Programme auf dem Keyboard. Okay, Dual mischt. Und bei Split? Ups. Bei Split trennt er das, dann geht bis hierher die Sound 12 bis hierher. Okay, hast und du 11, eigenen Sound. 11 hier bis bei da. Bei 11 genau, okay. Anderen Sound, und bei Hole hast du eben nur ein Programm, das aber über die komplette Klaviatur. Okay. Dann hast du nur Upper oder was? Genau. Und okay, dann kannst du eben bei Upper auswählen, was du möchtest. Und spielt er dann auf der ganzen Tastatur. Okay. Und nur ganz kurz erkläre, hier sind die Patches. Das sind die Patchnummern, also Programmnummern, wo man dann eben einfach durch Drücken auswählen kann, welche man haben will. Wenn man jetzt zum Beispiel auf den Dual Mode war, kann man hier sich den Lower-Bereich auswählen und kann man dann hier Programm wählen, wie man möchte. Okay. Das waren dann? Dann nur hier die Taste Manual. Wenn man ohne Patches arbeiten möchte, drückt man hier auf Manual. Und dann kann man hier oben sich seinen eigenen Sound bauen. Bei Manual. Dann bekommst du keine Presets hier, keine Patch, ne? Genau. Okay. Okay, dann das war der Jupiter 8, ne? Der Synthesizer von Holland. Danke. Holland. Ja.